Hallo und herzlich willkommen zu Dein Verein Austria Wien. Ich begrüße Sie aus dem Sky Fußballstudio. Freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. An meiner Seite Manuel Ortlechner. Servus Manuel. Servus. Ja, die Kapotie, die wurde abgesagt unter der Woche. Da braucht man, glaube ich, nicht viel drüber reden, aus verständlichen Gründen. Und dann gab es am Wochenende ein 0:0 in Altach. Ein Spiel, das sich wie zurücklässt. Puh, wenn ich jetzt sogar ein bisschen gelangweilt, dann stimmt es so auch nicht, weil ich natürlich schon auch verstehen kann, dass der Fokus in diesem Spiel eher darauf war, dass man wieder kompakt agiert, Defensive stabilisieren. Aber nachdem es auch bei der anderen Mannschaft dieses Hauptthema war, Defensive stabilisieren, Fokus auf Kompaktheit, ist, glaube ich, auch dieses Fußballspiel rauskommen. Ja, bin ich ein Optimist, wenn ich jetzt sage, solche Partien hätte man vielleicht noch verloren vor ein, zwei Jahren? Ja, der Optimist wird das sicher so sehen. Ich denke, es gab die Möglichkeit auch... Ich bin ein Sonnenschein. Ja, in dieser nebligen Zeit tut das ganz gut. Aber ich denke, es gab auch die Möglichkeiten, dass man am Ende vielleicht sogar diesen Lucky Punch irgendwo auch kreiert. Das ist dann nicht passiert. Das wäre vielleicht auch too much gewesen. Ich glaube, mit dem Punkt kann man so mitnehmen. Es gab auch schon andere Partien im Vorarlberg, wo man dann mit null Punkten heimgefahren ist. Darum denke ich, dass es in der Phase ganz okay ist, wenn man da Kärntl mitnimmt und kein Tor erhalten hat. Ja, aber man hat einen Verletzten mit im Gepäck. Christoph Mondschein, der hat sich nämlich am Sprunggelenk verletzt, und zwar schon ziemlich bald in der Partie, in der 9. Minute. Hier sehen wir es nochmal. Er hat dann noch drauf gebissen und musste dann später aber doch ausgewechselt werden. Diagnose steht noch aus, wird natürlich untersucht. Wie sieht denn das aus für dich? Ja, es hat in der Aktion, finde ich, gar nicht so wild ausgeschaut. Aber wenn du schon siehst, wie er da runterhumpelt, und ich bin auch ein leidgeprüfter Fußballer gewesen, wenn es um die Sprunggelenke ging, es war so meine Achillesferse. Ich glaube, er hat den Fuß nicht stabilisiert gehabt in der Aktion, und dann kriegst du einen Schlag drauf. Und er hat dennoch versucht, reinzubeißen und auch weiterzuspielen, aber dann geht es nicht mehr. Und ja, hoffentlich steht der Ball wieder am Platz. Ja, die wehleidigen Kicker und die Knöchel, gell? Aber deine sind ja wirklich Elefantenknöchel. Also meine Knöchel, bitte Kamera weg von meinen Knöcheln. Ja. Du sagst immer, Altach ist eine Wundertüte. Aber ist nicht die Austria mittlerweile auch eine? Ja, langsam kann ich überhaupt bei mehreren Mannschaften auch den Terminus verwenden. Und die Austria ist deswegen auch eine Wundertüte, weil man auch, finde ich, die Balance noch nicht ganz gefunden hat. Wenn es darum geht, Defensive stabilisieren, nach vorne hin Chancen zu kreieren, und dann kommt so etwas raus. Aber ich kann es schon auch verstehen, dass in einer Phase wie jetzt in der Liga auch mal ein Fokus auf die Defensive ist. Und ich finde, das haben sie ganz, ganz gut eigentlich gelöst. Ja, wie sieht denn Stefan Zwierschitz die ganze Situation, dieses Auf und Ab? Dass wir in Peter Stöger als Trainer haben, werden wir jetzt wahrscheinlich nicht Meister werden. Das war im Vorhinein schon klar. Wir haben gewusst, dass wahrscheinlich wieder eine schwere Saison sein wird, wo wir alles abrufen müssen, dass wir ins obere Playoff kommen. Und wenn wir dann ein paar Prozent nachlassen oder wenn wir nicht so unser Spiel durchbringen, wie wir es gerne wollen, dann sind wir genau da, wo wir jetzt sind. Und jetzt haben wir zwei Wochen Zeit. Es bleibt uns nichts über, dass wir versuchen, dass wir unsere Fehler ausbessern und dass wir schauen, dass wir halt dann wieder unsere Spiele gewinnen. Ja, und was auch auffällt, gegen die letzten drei in der Tabelle hat man nur zwei Punkte geholt. Also man hat gepunktet gegen die Admira und gegen Altach, und eine Niederlage gab es gegen Hartberg. Aber jetzt die positive Nachricht, die kommenden Gegner sind St. Pölten, Rapid, Sturm, Wolfsberg und der LASK. Jetzt kommen die einfachen Gegner für die Austria. Ja, ist ja schön, aber wir sprechen schon noch immer von Austria Wien. Also dort, wo man, glaube ich, aus der Vergangenheit heraus früher immer war, wo man sein will, da sieht man sie schon eigentlich eher in der oberen Region, im oberen Drittel sogar, würde ich eigentlich sagen. Deswegen glaube ich, sollte es jetzt nicht wirklich jemanden erschüttern, wenn man jetzt gegen diese Gegner spielt, sondern eher Richtung, endlich spielen wir gegen die Gegner, die wir auch haben wollen. Nur natürlich, ich bin auch voll beim Zwischen, das wird auch wirklich wieder eine schwierige Saison, wo es echt der Kampf wird, auch dass man oben reinkommt. So ist es nicht. Sie merken, heute bin ich der Optimist bei uns beiden. Kommt mir vor. Nicht der Realist eher. Ja. Okay, gut. Ja, nach der Pause kommen auch wieder Dominik Fitz und Alon Turcemann. Hoffentlich zurück. Wie könnten die das Spiel bereichern und beeinflussen? Ja, es sieht so aus. Sie sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Sie sind ins Mannschaftstraining schon wieder sehr weit integriert auch. Wird abzuwarten sein, wie fit sie auch natürlich schon sind, weil ihnen auch eine Matchpraxis fehlt. Aber ich denke, Dominik Fitz ist ein Fußballer, den ich auch sehr schätze, auch aufgrund seiner Fähigkeiten. Er hat wirklich aufgezeigt. Ich hoffe auch, dass er in dieser Phase ein bisschen an seinem Body gearbeitet hat, auch dass er noch stabiler dasteht, weil das ist eher so das einzige Thema bei ihm. Ansonsten fußballerisch bringt er alles mit, dass er wirklich eine große Karriere vor sich hat. Aber wird der Mannschaft im Offensivspiel sicher wieder sehr, sehr viele belebende, kreative Momente liefern können. Ja, kreative Momente liefern uns jetzt auch Stefan Zwierschitz und Patrick Penz, nämlich bei Wer weiß mehr, wir haben ihr Wissen abgeprüft. Ist das so? Das ist immer Papier am Anfang. Schon weiß man. Johnny Soriano. Marc Janko. Marc Janko war dabei.
Dann nehme ich, glaube bei uns war der Alex Gorgon. Nicht dabei. Scheiße. Boah, das ist einfach. Ja, einfacher Punkt gewesen. Ernst Baumeister. Robert Sara. Andi Ogris. Ich glaube, Foster Sutti hat sicher 250 Spiele für die Austria. Markus Suttner. Ich denke, der Toni Pfeffer muss auch mindestens 250. Torhüterposition, Wolfert Franzi. Herbert Borraska, geht's hier aus? Hängt bei uns hinten auf der Wand. Und bei uns hinten auf der Wand hängt noch neben Robert Zara beim Training. Ja. Der Matthias Sindela, oder spricht man eh so aus, oder? Nein, der hat's definitiv. Letztes Jahr, ich. Wer ist da ich? Patrick Penz. Dominik Fitz. Ich habe immer gescherzt mit Prokop, dass er gleich viel Assists hat wie ich. Dominik Prokop. Alex Grünwald. Das muss man merken, wenn du da alle gesagt hast, gell? Flo Klein. Christoph Monschein. Brad Adamoni. Manfred Zakaria. Patrick Wimmer. Benny Bichler. Hast du das schon gesagt? Nein. Wieso mal? Nein, ich weiß es nicht. Wer ist denn da noch? Gerade? Es wäre brutal, wenn ich das jetzt sage und es ist nicht. Aber sonst hättest du es sicher schon gesagt. Oder du willst einen Joke aufheben fürs Ende. Stefan Zwierschitz. Was? Das ist schade. Schade. Ist der verrückt? Schade. Ja. Genau deswegen habe ich keinen gemacht, dass ich jetzt gewinnt habe. Fangen wir gleich mit Peter Stöger. Chris Ilzer. Das ist in der Reihenfolge, aber. Nenad Bjelica. Oh. Thomas Letsch. Robert Ibertsberger. Thorsten Fink. Ivica Vastic. Der Baumi. Karl Dachsbacher. Christoph Daum. Frankie Schinkels. Jetzt habe ich die, glaube ich. Baumeister. Normal kommt jetzt so ein Countdown, so rechts unten in der Ecke. Ari Hahn. Was? Stimmt, oder? Was? Ja, da warst du noch nicht auf der Welt. Was ist das? Hallo, wo war der? Ja, unglaublich! Was? Wie? Wie ist das? Ha? Was? Da warst du im Kindergarten, glaube ich. Joachim Löw. Ist nur ein Ausbox, das ist ja Wahnsinn, gell? Jetzt kann er nicht mehr geschaut werden. Andi Ogris auch, Barbatin. Das ist ja, Interimstrainer. Ja, ja, ja. Ja, dann war Herbert Gaga auch. Ja. So, danke. Jetzt wird es schon schwer, muss ich jetzt sagen. Jetzt ist er schnell mehr ein Teil jetzt außer. Nein, fällt mir keiner mehr. Ja, da kommen einige Austria-Trainer zusammen. Manuel, fallen dir noch welche ein? Es gibt noch welche. Ja, vielleicht ein, zwei noch. Aber es gab einige seit 2000. Wer fällt dir noch ein? Lars Söndergaard vielleicht? Ja. Und ein, zwei habe ich gesagt, dann wird es schwer. Majestätsbeleidigung ist es ja, Herbert Prohaska nicht zu nennen, oder? Das geht ja gar nicht. Das stimmt eigentlich. Aber trotzdem, Patrick Benz, der sympathischste Verlierer aller Zeiten. 3-1 verloren, oder? Come on, hab doch einmal noch richtig gewesen. Ja, wir haben vor einiger Zeit natürlich auch den aktuellen Physiotherapeuten porträtiert, Florian Metz. Und jetzt spricht er über seine Zeit noch als Spieler, und nämlich über sein Debüt. Und das war ein ganz spezielles. Das ganz präsentes Debüt gegen Rapid da im Stadion, wo wir 1-1 gespielt haben, wo es eigentlich völlig überraschend war zu damaligen Zeit mit Magen und so, wo sehr viele Stars da waren, dass ich da in der Stadthalle stehe. Und das war es eigentlich so, wie wenn es gestern gewesen war, und ist mittlerweile schon 16 Jahre her. Am Vortag habe ich es kapiert, weil mir der Trainer das Leiberl in die Hand geschmissen hat und gesagt, du spielst morgen von Anfang an. Also es war dann
natürlich eine Nervosität als junger Spieler, aber dann habe ich einfach versucht zu genießen, die ersten 15 Minuten ein bisschen eine Nervosität, aber dann ist mir eigentlich ein richtig gutes Spiel gelungen. Und es war dann Feierabend auf morgen, dass mir die Leute auf einmal erkannt haben auf der Straße. Also von heute auf morgen haben sie gewusst, wer damit zu fahren ist, aber der Wiener Austria. Und ja, es war, wie gesagt, schon eine Zeit her, aber ich erinnere mich sehr gut und sehr gern zurück. Ja, das bestimmt Florian Metz mit dem Debüt gegen Rapid im Derby. Wenn schon, dann schon. Stark, ja. Und Florian Metz erkennt man jetzt auch noch auf der Straße, glaube ich. Hat sich kaum verändert, richtig, oder? Richtig, ja. Genau. Jungbrunnen gefallen. Absolut, so wie du. Nein, das glaube ich dann nicht. Ja, Debüts, die merkt man sich. Merkst du deins auch immer noch so präsent? Er sagt, das ist wie wenn es gestern gewesen wäre. Liga-Debüt? Ja. Ja, das weiß ich noch immer sehr gut. Müsst ihr uns jetzt erzählen, oder? Es verriet. Fällt das für dein Verein? Es verriet aus Lustenau, deswegen glaube ich, war mir fehl am Platz. Ja. Gut, nächste Folge ist mal ordentlich nach Debüt. Mal schauen wir mal, ob da dann viele einschalten. So, Länderspielpause steht an. Wo setzt Peter Stöger den Fokus? Wo sollte er ihn setzen? Ja, doch wieder eher auf das, was man als Trainer, glaube ich, lieber sehen will. Torchancen und in weiterer Folge natürlich auch viele Tore. Das war jetzt nicht so der Fall, aber ich glaube, die Defensive ist stabilisiert. Auf dem kann man aufbauen, das ist ein Fundament. Aber es wird ein schwieriges Spiel werden, weil gegen St. Pölten, ja, das ist auch so ein bisschen eine Wundertüte. Es gibt, wie gesagt, mehrere Wundertüten in der Liga. Bei St. Pölten geht es ja auch hoch runter, hoch runter. Dann bin ich schon gespannt, wie sie es da lösen. Ja, doch reiß dich ein bei den Austria-Legenden, die den alten Kick wieder fordern. Nein, nicht den alten Kick. Man kann ja den alten Kick in die Moderne transformieren. Das würde ich sehr gerne sehen. Ein wunderschönes Schlusswort. Danke, Manuel, für die Einschätzungen heute. Das war dein Verein Austria Wien. Bis bald. Machen Sie es gut.